Was geht eigentlich ab? Wir sind wieder back. Wie immer, zu viert am Start. Und haben heute mal wieder was Nices im Haus, Alter. Was Exotisches. Also ich hoffe, dass es nice ist. Ja, ich hoffe es auch. Ja, Mann, wir haben Indri Single Malt, also die Piccadilly Distillery aus Indien. Indien vom Klima vielleicht eher so in Richtung Kavalan als jetzt Schottland speziell. Wir haben eine Kapazität von 4 Millionen Liter. Sehr anbauend groß. Und vor allem der am schnellsten wachsende Single Malt weltweit. Also krass, was da die letzten Jahre passiert ist. Fakten. Und wachsen auch noch weiter. Also expandieren eigentlich ständig. Bauen jetzt nochmal 12 neue Lagerhäuser. Absolut krass. Aber das Wesentliche, was eigentlich die Brennerei, finde ich, dann auch stark macht, beziehungsweise für mich positiv sich herausstellt, extrem nach schottischem Vorbild. Also die Stills, so wie in Schottland, Kupfer, nicht wie in Deutschland, hier mal da Edelstahl oder sonst was, sondern einfach nach schottischem Vorbild auch. Geile Laternen-Stills, geile Onion-Stills. Fermentationszeit von 70 bis 80 Stunden kommt je nach Jahreszeit drauf an. Im Winter haben sie gesagt, ja, ein bisschen länger, weil, wie wir es wissen, Fermentationszeit, wenn Alkohol produziert wird, entsteht natürlich auch Hitze. Deswegen haben sie es im Sommer ein bisschen weniger. Aber im Endeffekt wollen sie einfach genau den gleichen Charakter dadurch erzeugen. Legends. Na, nice. Wir haben hier den Three Wood, also aus drei verschiedenen Fassarten produziert. Auch die erste Standardabfüllung der Brennerei, das heißt Ex-Bourbon, Ex-PX-Sherry und Ex-French-Wein, also diese drei Fässer. Ja. Frettchen, Alter. Ja, leider weiß man nicht genauer, welche French-Wein-Casks das sind, aber da hinten sehe ich gerade eine Customer-Care-Number, da können wir eigentlich einfach mal anrufen. Das Mikro. Damn. Okay, schade. Aber schade, versucht haben wir. Vielleicht rufen sie zurück, mal gucken. Ja, die Info geben wir euch dann im Recap-Video. Wichtige Info noch zur Flasche. Liegt nämlich bei ungefähr 39, 40 Euro. Das ist schon ein nice Geld. Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch keine Altersangabe. Das heißt, könnte jetzt ein 3 Jahre alter Whisky sein oder ein bisschen mehr vielleicht. Aber wenn es wirklich mit diesem wärmeren Klima nachher schneller reift, könnte fett sein. Wenn wir einfach mal schauen, was Kavalan nach Whisky so. Wollte gerade sagen, vielleicht ähnlich wie Kavalan ein bisschen. Gerade durch diese krasse Temperaturschwankung oder einfach diese Höhe, reift halt einfach Whisky auch schneller. Und dementsprechend kann es auch mal hier bei 3 Jahren oder mit 5 Jahren trotzdem sehr anbar sein. Ja. Aber nur mal ein fettes Shoutout auf jeden Fall an Piccadilly Distillery. Was ihr an Fakten rauskriegt, ist nicht mehr normal. Ja, die Homepage ist unfassbar. Auch mit Bildern von der ganzen Brennerei. Richtig schön, wie du es dir wünschst. Vorbildlich, was das angeht. Ja. So, Whisky Pong, der steht da in nichts nach. So, da sind wir auch wieder zurück, Alter. Ja, der Lachs ist natürlich auch nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. 46 Volumenprozente haben wir hier, also so wie es sich gehört. Optimale Trinkstärke. Genau, einfach die typische Standardabfüllung für Indri. Fakt, ne? Schauen wir mal den Kolben rein. Ich würde es auch sagen, ja absolut, sehr, sehr gern. Übelst nussig, finde ich. Ja, gerade auch. So Hasennuss, genau. Hanuta. Ja, und mild. Also trotzdem 46%. Hanuta finde ich eine überragende. Hanuta passt echt perfekt. Nee, aber da hörst du auch sofort raus, wenn wir jetzt so Scotch drehen, hatten wir noch nie Hanuta, Alter. Also du merkst sofort, das ist was anderes. Es ist auch sofort klar, wir haben jetzt auch ein paar Mal schon Kavala angesprochen, aber man riecht einfach so einen warmen Charakter raus. Ich hoffe auch jetzt, dass nicht alle abgeschalten haben, nachdem ich gesagt habe, du riechst einfach, dass was anderes ist, weil dieses Grundkonstrukt, diese Struktur des Whiskys und diese Tiefe, die der schon hat, das ist vergleichbar mit einem schottischen Whisky. Ja. Das sind nur die Aromen, die durchkommen, die anders sind. Ja. Also jetzt nicht flach wie so ein deutscher Obstler-Whisky, sondern schön, der hat eine Tiefe und Charakter. Der hat Volumen. Zeigt, dass er ein Leben hat. Er hat Volumen, finde ich. Und das bringt er auch mit diesen 46% extrem stark rüber, ohne dass die 46% wieder irgendwie in irgendeiner Weise sehr alkoholisch wirken würden. Ja. Oder flach halt. Oder flach, also gar nicht in die Richtung. Aber du merkst doch sofort, als würdest du das Klima rausriechen einfach direkt. Auch kräftig, intensiv. Der wirkt richtig warm, absolut geil. Vollmundig, obwohl wir noch nicht war bis jetzt. Aber, so. Aber die Haselnuss beschreibt schon am besten. Ja, also Haselnuss hast du echt on point. Leicht vanillig, finde ich. Mhm. Leicht vanillig. Ja, ein bisschen Eichentouch. Ah, der wird vor allem gefühlt immer. Nice. Ich muss überlegen, wie ich sage. Ich weiß es immer. Ich finde ihn sehr. Der wird immer so ein bisschen.
runder. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Ja. Vielleicht soll ich nachdenken, bevor ich anfange. Nee, aber Nase gefällt mir. Also vor allem halt auch nichts, was mich jetzt stört. Also, dass da jetzt eine seltsame Note durchkommt irgendwie. Ich bin vielleicht ganz so angetan von der Haselnuss. Also, es ist okay in der Nase, aber ich glaube, da werde ich nicht der größte Fan von. Und der Alkohol mit 46% hat schon noch der Schärfe drin. Ich finde es aber eigentlich ganz angenehm. Ich auch. Also ich finde, Schärfe hat er echt gehabt und ich finde ihn fast sogar eher ein bisschen schwächer. So, aber fast gut. Ich bin da echt tatsächlich ganz anders. Ich finde eher, dass zu dieser Haselnuss mittlerweile so fast ein bisschen Baumrinde kommt. Mhm. Ich finde so ein bisschen röstig leicht. Also ich finde es tatsächlich so ein bisschen, als würde ich gerade so eine Packung Erdnüsse aufreißen. Mhm. So geröstete Erdnüsse irgendwie. Ja, was man vielleicht so ein bisschen als Kritik sagen kann, dass es nicht arg viel mehr hat als diese Noten. Und gerade diese Haselnuss überdeckt halt alles so ein bisschen. Das stimmt schon, ja. Manchmal kommt so rote, zermatschende Früchte noch durch. Lass sippen, oder? Ja, ja, sehr gern. Das ja, scheiße. Das ist schon geil, Alter. Mhm. Pfirsich, Karamell, bisschen diesen Kavalan typischen Kamillenextrakt, Alter. Also ein bisschen diese Bitterkeit vom Tee, finde ich, fast, die er dann Richtung Abgang mitbringt, genau. So eine Teebitterkeit. Ja, nicht Apfelschale wie bei vielen anderen, sondern so die Teebitterkeit. Ja, aber also ich finde auch, dass du im Mund sofort wieder merkst, das hat dieses warme Klima einfach. Ja. Und ich finde es auch wieder vom Alkohol tatsächlich stark eingebunden. Also ich finde die 46% ziemlich treffend. Ich finde es tatsächlich sogar ziemlich entspannt. Also die 46 spürst du eigentlich fast nicht. Also er hat schon Power, aber eher so durch so eine Wärme und durch die Aromen, die er mitbringt. Ich finde diese leichte Fruchtigkeit, diese ganz leichte Pfirsich vielleicht, die man im Geschmack schon intensiver hat, kommt jetzt beim Nosen auch ein ganz klein wenig durch. Im Mund kommt die Haselnuss ein bisschen mehr. Gang finde ich echt auch geil, also anders. Ich weiß auch nicht genau, wie ich ihn beschreiben soll, aber sehr anbar. Ja, trifft aber ziemlich gut. Also ich muss sagen, jetzt für 38,39 Euro, ich bestelle den mir mal mit. Wollte gerade sagen, für 38 Euro ist das echt richtig frech. Echt ein richtig geiler Easy-Sipper. Vor allem, was mich extrem interessiert, muss ich sagen, jetzt auch bei der Recherche, es gibt da verschiedene Single-Casks auch schon. Jetzt davon, gerade so ein Ex-Bourbon-Fass Single-Cask, bisschen höhere Prozente noch. Ich glaube, das kann auch gut abgehen. Wir haben ja jetzt schon öfter auch ein bisschen so diesen Vergleich zu Kavalan gebracht. Mhm. Also in diesem Preisbereich schlägt er den bei weitem, finde ich. Ja, also gerade so aber was bei den Klassiker Kavalan, diesen ganz Classic, genau, Kavalan Classic. Wenn du den vergleichst, finde ich den geiler. Mhm. Ja, genau. Ja. Und günstiger. Ja. Und dann, was die Single Cast können, das können wir herausfinden mit euch. Ja. Und die Bottles finde ich eigentlich, Bottle an sich so vom Ding, finde ich auch ziemlich geil. Ja, komm, lass mal die Punkte droppen im Keks. Fange ich an. Und zwar, Punkte wird jetzt immer preisunabhängig natürlich bewertet. Immer so in der Range, ein bisschen mit ähnlichen Produkten, die es gibt. Wir haben hier einen Nas Whisky, also in dem Fall auch einen jungen Whisky. Und dafür, finde ich, hat er 85 völlig verdient, weil der finde ich richtig stark, richtig geil. Warum sollte ich ihm weniger geben? Fakten. Ja. Genau, da schließe ich mich tatsächlich an. Also 85 hätte ich ihm jetzt auch direkt gegeben. Ja. Absolut nice. Und wenn der im Recap, gut, die Flasche ist natürlich schon fast leer, verändern würde sich wahrscheinlich nicht mehr so krass, aber trotzdem im Recap nochmal sippen, ist trotzdem nochmal interessant. Ja, ich habe echt fast sogar eine 86 gekratzt. Ich auch. Berechtigt. Weil ich ihn richtig ahnbar finde. Ja. Aber ich bin jetzt auch bei den 85. Ich glaube, den letzten Rest beanspruche ich für mich. Ja, geht's schön. Ja, aber passt, weil ich will mir den eh nochmal holen eigentlich. Ja, oder so. Ich finde es schon ziemlich nice. Aber ich bin auch bei 85, ja, knapp an der 86, aber vorbei. Ich gehe auf die 86. Ich finde ihn tatsächlich geschmacklich. Im ersten Moment hat man in der Nase ein bisschen den Eindruck gehabt, dass ein bisschen wenig Noten kommen, also die Komplexität ein bisschen fehlt. Ich finde, es hat sich aber auch gesteigert. Geschmacklich finde ich ihn einfach unfassbar stark, auch vom Abgang. Und dann in dem Preisbereich, beziehungsweise in dem Produktbereich, ja, für den Preis, der nicht mit reinspielt, unfassbar starkes Gerät. Mhm. Absolut. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare hauen. Das ist jetzt doch ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Vielleicht seid ihr auch über irgendwas gestolpert aus irgendeinem Land, wo ihr sagt, das Teil liefert einfach ab. Muss man vielleicht mal probieren. Haut mal in die Kommentare, was es sonst noch gibt. Ja. Aber die auf diesen Indre Dru, habe ich jetzt so, hätte ich auch so Bock mal drauf. Auf jeden Fall. Vielleicht noch eins zu dem
Vergleich zu dem Rampur. Mhm. Ja, also fand ich den tatsächlich geiler. Krass. Nee, tatsächlich nicht. Der Rampur ist geiler. Der war noch mal. Also gerade wenn du den schluckst, kommt auch so eine Pfirsich, die beim Rampur komplett dominiert durchgehen. Und die finde ich richtig geil. Ja, aber ja, jetzt zahlst du für den Rampur zahlst jetzt 100 und für nein, 55, Alter. Mal 55, ja. Damn, okay, der war auch richtig alles, fett. Was ich gesagt habe. Ja, sehr gerne. Ja. Das sind trotzdem 100. Zwar 20 Euro mehr. Ja. Ich fand den Rampur noch mal außergewöhnlich. Genau. Der hier ist halt so ein bisschen Kavalan-ähnlich, aber ich bin halt Kavalan-Fan, deswegen funktioniert es halt auch sehr gut. Für mich auch einfach noch ein bisschen mehr ein Standard, ein bisschen mehr ein Daily Sipper. Mhm. Den Rampur, auf den muss ich ein bisschen mehr Bock haben, das ist ein bisschen spezieller, finde ich das auch geiler. Also Shoutout geht raus, die Liebe, die da drin steckt, merkt man, kommt gut durch. Mann. Deswegen machen wir jetzt einen indischen Abgang. Aber sehr geil. Bauchtanz oder sowas. Oder wir legen einfach auf. Oh, Panzer BMC. Ach so, auflegen. Auflegen. Ich dachte, du meinst schön DJ. Weil die sind ja nicht Chabi, Alter.